Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge Supremacy 1914. Dem einen oder anderen von euch wird sicherlich auffallen, wenn er die Zeitung schaut. Ich habe irgendwie 2 Tage nicht geschafft aufzunehmen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gegönnt, um mich gänzlich zu erholen. Und wie man wahrscheinlich an meiner Stimme erkennt, ist mir das auch ein bisschen gelungen. Das heißt, heute besteht wahrscheinlich keine allgemeine Gefahr mehr für Husten und andere Unterbrechungen oder wenn dann nur für kleine Hüsterchen. Aber es ist auch ein bisschen was passiert. Und wir werden heute erstmal am Anfang durchgehen, wo wir jetzt aktuell stehen und wieso der aktuelle Zwischenstand ist. Also schnallt euch an. Vielleicht für ein etwas größeres Update schauen wir mal, wie lang die Folge am Ende des Tages wird. Also, wenn wir ins Standing gucken, hat sich einiges getan. Lateinamerika hat sich ganz schön abgesetzt mit 196 Siegpunkten. Und wir halten uns aktuell auf Platz 5 mit 71, sind also ganz schön, sind zwar noch in den Top 5, aber über 100 Punkte hinter dem ersten, was schon ganz schön brachialer Abstand ist. Und hinter uns bleibt eigentlich alles noch relativ eng beieinander. Unsere Koalition, dadurch, dass wir jetzt 5 Mitglieder haben, inklusive Lateinamerika, sind wir bei 435 Punkten und somit schon fast 150 Punkte. Vor dem zweiten Platz haben wir so einen gehörigen Vorsprung vor unseren Konkurrenten, wobei man da den ein oder anderen Einzelplayer jetzt auch am Ende des Tages nicht unterschätzen darf. Aber wie sieht es aktuell aus bei uns? Wir konnten alle Kriege auf dem nordamerikanischen Kontinent entscheiden und für uns gewinnen. Uns gehört die ganze Südküste der zukünftig mal Vereinigten Staaten von Amerika bis hier hoch in die Ecke von Halifax. Was ganz cool ist, dadurch haben wir eine ganz gute Rohstoffbasis erlangt. Ich weiß, ich bin hier gerade mit -2 bei Kohle drin, aber das ist mir tendenziell aktuell egal. Wir haben relativ viel Baumaterial, was ganz cool ist. Da wir mittlerweile schon kurz davor sind, unsere Fabriken auf Stufe 2 zu haben. 13 Stunden hier entfernt, 14 Stunden hier und 21 Stunden hier. Und dementsprechend auch schon natürlich relativ weit sind bei den ersten Artillerien und Kreuzern, die dann hoffentlich bald fertig werden, damit wir dann weitermachen können. Zusätzlich baue ich noch, ich glaube hier, genau hier eine Fabrik. Da kommt dann auch noch ein Hafen hin. Und hier werden wir jetzt auch anfangen, noch eine Fabrik zu bauen, weil wir hier den Hafen erbeutet haben, den wir quasi am Ende des Tages nur noch reparieren müssen. Dementsprechend sieht das in Nordamerika ganz gut aus. Baffin kämpft hier noch kurz gegen Neufundland. Das dürfte aber auch ein relativ schneller Krieg sein. Und unser Kollege, die Föderierten Staaten von Amerika, hat sich mal wieder dazu entschieden, einen Krieg anzufangen und geht jetzt vor gegen Dänisch-Grönland. Bin ich gespannt, wie viele Einheiten er da oben jetzt verheizt und ob das halbwegs gut läuft. Unser stärkster Verbündeter ist nach wie vor Lateinamerika, der hier durch Südamerika durchschneidet, wie ein warmes Messer durch Butter, muss ich sagen. Ich wollte mir ja auch eigentlich ein bisschen was unterm Nagel reißen, aber ich weiß gar nicht, wie pünktlich ich ankomme. Ich habe jetzt mal knapp na, 60, 65 Einheiten hier rübergeschickt Richtung Niederländisch Suriname. Will das hier einnehmen, dann vielleicht noch hier gegen Guyana vorgehen und mir vielleicht ein bisschen was von Brasilien abzwacken. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was uns einverleiben können am Ende des Tages. Weil andernfalls haben wir hier auch gar keine großen Expansionsmöglichkeiten mehr auf dem amerikanischen Kontinent und müssen dann entweder Richtung Afrika oder Richtung Asien gehen. Dazu dann aber gleich mehr. So, wir werden wahrscheinlich, wie lange dauert es noch? 5 Stunden? Ja, dauert noch ungefähr 6 Stunden. Dann dürften wir das Gebiet so gut wie haben, also in 7 bis 8 Stunden, wenn der Kampf dann vorbei ist. Und dann gucken wir mal, ob wir Brasilien, der ja auch in einem Dauerkrieg ist, nicht auch noch das ein oder andere abnehmen können am Ende des Tages und uns hier vielleicht wenigstens noch so ein paar Provinzen krallen können, sodass Lateinamerika nicht ganz Südamerika abbekommt. Unsere Gegner fangen hier auch schon an zu scouten. Also Belgisch Kongo, der größte Player hier. Ich mache mal kurz eine andere Ansicht, dann sieht man das besser. Ja, Belgisch Kongo, der größte Player auf dem amerikanischen Kontinent, fängt auch hier an, schon langsam zu scouten und zu gucken, was los ist. Wir haben ja auch eine vorgeschobene Linie Richtung Europa, damit sich von dort aus keiner anschleichen kann. Und jetzt geht es darum, hier unten die Kriege zu beenden. Und dann sind wir aktuell in der Koalition im Gespräch, wie es weitergehen soll. Unser Verbündeter Russisch Alaska will jetzt hier oben weiter vorgehen und sich die Inseln hier holen. Wurde auch direkt von mir bestärkt und bekräftigt, dass er das machen soll. Weil das hier am Ende des Tages die optimale Route wäre, um unsere Kampfflugzeuge und Bomber Richtung Asien rüberzukriegen, wenn wir dort dann irgendwann den Krieg hintragen sollten. Wir haben hier einen Scout vor Honolulu platziert und so wie das für mich aussieht und wenn ich in den Diplomatiestatus reinschaue, wir haben bereits einen
Handelsembargo von Hawaii bekommen. Was so viel, oh, wir sind bei 42% aber noch, das ist ganz schön hoch. Aber das Handelsembargo ist meistens immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man kurz davor ist, uns den Krieg zu erklären. Das heißt, ich gehe stark davon aus, ich gucke einfach mal, ob wir in der Stunde 20 hier angegriffen werden. Ist aber tendenziell für uns jetzt nicht so schlimm, weil ich hier bereits große Teile meiner Armee zusammenziehe. Und sobald hier, ich sag mal, die ersten zwei Kreuzer fertig sind, spätestens fahren wir Richtung Honolulu und holen uns diese Inselgruppe hier. Gehen dann weiter in die Richtung hier bis hierhin und gucken wir mal, wie viel wir uns hier abholen können, bevor wir auf jemanden treffen, den das stört. Ah, guck mal, britisch. Ah, der ist AFK und ist nicht in der Koalition. Also wird das jetzt mal auserkoren, direkt als erstes nächstes großes Ziel für mich wahrscheinlich. Warum auch nicht? Bietet sich ja an. Und dann könnte man sich überlegen, ob man gegen ihn anfängt vorzugehen, wobei er halt ganz Australien hat und jetzt auch nicht so schwach sein dürfte, glaube ich. Ah, tatsächlich nicht. Naja, müssen wir mal gucken. Aber wir holen uns mal das Ding hier vielleicht, bis er aufwacht und das irgendwie auffallen. Oh, hier hat auch ein paar Koalitionsmitglieder. Da muss man am Ende des Tages dann tatsächlich aufpassen. Was kann man sonst noch sagen? Afrika ist relativ ruhig. Die sind auf Platz 3 oder sowas. Und die Koalition der UdSSR hat jetzt den Krieg erklärt. Der Koalition für den Norden. Das heißt, die planen aktuell, gen Osten zu gehen. Und sich da mehr und mehr Gebiete einzuverleiben. Das heißt, irgendwann werden die hier ankommen und dann wird es zum Kontakt zwischen uns kommen. Deswegen ist momentan tatsächlich die Planungsphase für uns sehr wichtig zu gucken, in welche Richtung wir uns expandieren wollen. Und das kann ich euch dann hoffentlich in der nächsten Folge sagen. Jetzt war die heute wohl doch gar nicht so lang, aber ich will auch gar nicht unnötig lange im Kreis quatschen, sondern dann hoffentlich sagen, dass wir uns dann morgen dann bereits zur nächsten Folge wiedersehen, ohne einen großen Zeitsprung. Ich wünsche euch was. Bis dahin.